Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, meine Lieben, heute ist es wieder soweit und zwar gibt es das Mahina Club Unboxing. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich immer sehr darauf, diese Überraschung einfach zu haben, was für Schmuckstücke sind da drin, wie sieht es wieder aus. Ich freue mich riesig. Auf jeden Fall ist es bei mir angekommen. Sie haben es jetzt ein bisschen verändert. Es kommt jetzt in einem größeren Kartönchen. Es wird nicht mehr im Briefkasten gesteckt, sondern es wird an der Tür geklingelt. Ich habe hier das Mahina Club Abo für 25 Euro, also es kostet bei allen 25 Euro und zwar in Roségold, denn ich liebe Roségold. So, dann machen wir es einfach mal auf. Ich habe natürlich auch einige Schmuckstücke, die ich in Mahina Club hatte, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben, aber das passiert halt einfach, weil man einfach eine Überraschung hat und da kann es mal passieren, dass es nicht so getroffen wird, aber finde ich nicht schlimm, dann verkaufe ich es halt einfach wieder. Aber es ist trotzdem eine schöne Überraschung jedes Mal. Oh, okay. Und diesmal ist hier sogar ein Geschenk drin. Also, wir gucken mal, was hier alles drin ist. Falls euch der Mahina Club auch interessiert, dann verlinke ich euch unten einfach mal die Seite. Und da könnt ihr da einfach mal vorbeischauen und ein bisschen stöbern. Sie haben ja auch eigentlich generell schönen Schmuck. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an. Als allererstes haben wir hier von Smooth and Shiny eine Macadamia-Maske drin. Intensive Pflege für besonders beanspruchtes Haar. Okay, das ist eine Haarmaske, die war jetzt mit hier drin als Geschenk. 50 Milliliter. Riecht auch wirklich sehr, sehr angenehm. Also, fokussiert. Also, das ist ja richtig cool. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und so eine Geschenkzugabe finde ich immer richtig cool. So, dann haben wir diesmal, ich muss nochmal schauen, weil sonst kommt ja immer so ein kleines Heftchen mit. Aber diesmal ist gar kein Heftchen dabei, sondern nur so ein Flyerchen. Also erst hatten sie ja kleine Heftchen, dann haben sie ein größeres Heftchen gemacht und jetzt ist wirklich nur ein Flyer drin. Ne? So, dann gucken wir mal. Pure Lay Bold Edition bei Christina Biluca. Okay, also das ist jetzt in einer Kooperation mit jemandem. Inspiration steht hier drauf. Aloha, ich freue mich sehr, dir meine Mahina Club Bold Edition vorzustellen. Mit diesem Set wollte ich zeitlose, ausdrucksstarke Schmuckstücke kreieren, die mich und meinen Stil verkörpern. Dabei habe ich mich von früheren Piolet-Kollektionen inspirieren lassen. Schau dir das komplette Booklet jetzt digital an. Okay, also man kann jetzt hier den QR-Code scannen und dann kann man sich dieses ganze Heftchen, was normalerweise mitkommen würde, wo auch noch ein paar Geschichten drin sind und so, kann man sich dann runterladen und so online angucken. Und hier kommen wir schon zum Set. Das Piolet-Unboxing geht eigentlich immer relativ schnell. Ja, so sieht es aus. Die Verpackung sieht ja immer ein bisschen anders aus. Die gefällt mir jetzt nicht so toll, aber der Inhalt zählt ja auch, würde ich sagen. Oh, okay. Ja, also, das ist erstmal der erste Einblick rein. So sieht es aus. Eine sehr rustikale Kette, würde ich es mal nennen. Und die Ohrringe sind auch sehr heftig. Aber wir holen alles raus und gucken uns ganz gemütlich an. So, und hier, also erstmal sieht es ein bisschen so aus, als wäre das schon öfter mal ab und angezogen wurde die Kette, weil es hier schon sehr zerknittert ist. Und hier steht dann auch nochmal der Name drauf von der Person, die von Christina, die das sozusagen designt hat. So, dann kommen wir einmal zur Kette. Die Kette ist sehr, sehr schwer. Also wirklich, es fühlt sich an, als wenn ich eine Fahrradkette in der Hand habe. Also alles, was Roségold ist, finde ich schön. In Gold oder Silber würde ich sie wahrscheinlich noch weniger schön finden. Was Piolet ja immer hat, ist definitiv einen kleinen Anhänger, wo auch Piolet draufsteht. Das ist die Kette und hier ist einmal dann der Verschluss sozusagen, wo man dann dieses Stückchen hier so durchmacht und dann die Kette aufmacht. Das ist einmal die Kette, sie ist auch extrem schwer. Und jetzt kommen wir einmal zu den Ohrringen. Die Ohrringe sehen einmal so aus. Okay, wie trägt man die denn dann? Naja, auf jeden Fall sind das die Ohrringe.
Also das sind so eine Vierecke. Ich muss mich mal weghalten, sonst fokussiert es nicht. Und ja, natürlich auch in Roségold sind so eine Stecker. Also sind eigentlich Kreolen, haben aber so einen Verschluss wie von so Steckohrringen. Die Ohrringe werde ich jetzt nicht anprobieren, weil mir einfach klar ist, dass ich dieses Set nicht behalten werde. Und wenn ich es auch weiterverkaufen werde, oder ja, wenn ich es weiterverkaufe, möchte ich einfach die Ohrringe jetzt nicht tragen. Aber die Kette werde ich einmal anprobieren. Müsst ihr eigentlich ganz einfach sein. Oh, es ist kalt. Einfach hinten zumachen. Das geht richtig einfach natürlich mit diesem Ding, ohne zu gucken. Und ja, ich bitte mal kurz meine Mama heranzuzoomen. Kannst du mal ganz kurz... Also es fühlt sich sehr, sehr kalt an. Es ist wirklich eine sehr schwere Kette. Nicht erschrecken. Ja, mach mal weiter. Noch ein Stück. Ja, also ich hoffe, ihr seht es jetzt gut. Es ist halt auch vor allem dafür, dass es so eine Kette ist, finde ich, müsste die länger sein. Das ist jetzt eine schwere, sehr rustikale, auffällige Kette, aber die ist so kurz, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein Halsband um. Also das habe ich jetzt gar nicht erwartet irgendwie. Finde ich, steht mir auch eigentlich überhaupt nicht. Also so eine fetten Ketten gefallen mir einfach nicht. Jetzt stellt euch noch die Ohrringe dazu vor. Es ist definitiv ein Look, keine Frage. Wenn man jetzt komplett in Weiß oder Schwarz angezogen ist und das wirklich der Eyecatcher ist, dieses Schmuckstück, dann ist es wirklich was. Aber für mich ist es halt nichts. Und ich sehe gerade, okay, dass sie das auch an anders trägt, und zwar, dass man diesen Verschluss sieht. So. Ja, also es wird jetzt auch nicht besser. Es sieht schon ein bisschen besser aus als andersrum. Aber es ist jetzt halt einfach wirklich keine Kette für mich. Ich lasse euch mal wieder rauszoomen. Mach die Kette mal wieder ab. Und dann können wir mal ganz kurz ein Fazit hier von mir. Ja, ich erzähle euch einfach mal mein Fazit. Manchmal habe ich Sprachfindungsschwierigkeiten. Also, heute ist passiert, was halt manchmal passiert. Ich bin nicht super begeistert von der Kette. Ich bin ein Fan von filigranen, kleinen, dünnen Ketten. Das ist sie definitiv nicht. Also, das kann man sagen. Sie ist wirklich sehr schwer und alles. Sie ist jetzt, wenn ich sie jetzt mal jemand anders sehen würde, würde ich nicht sagen, boah, ist die hässlich. Keine Frage. Aber es ist halt einfach nichts für mich. Für 25 Euro trotzdem lohnt es sich. Also es sieht nach was aus, es sieht nach 25 Euro aus, sagen wir mal so. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass ich sie bestellt habe, und das ist halt genau das, was mal passieren kann. Man bestellt sich dieses Surprise Bag sozusagen, es ist ja immer wie eine Surprise Bag, und dann kann man halt mal nicht zufrieden sein. Aber das ist gar nicht schlimm, es wird sich schon jemand finden, der diese Kette sehr, sehr gerne mag. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist vielen, vielen Dank dafür, dass wir in der letzten Zeit so viele neue Abonnenten geworden sind. Ich wollte nochmal auch Hallo sagen an alle, die neu dazugekommen sind, und auch einfach mal Danke sagen, dass ihr auch fleißig an meiner Verlosung, 600 Abonnenten-Verlosung teilnehmt, die heute vorbeigeht. Und ja, einfach mal danke, 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 wollte ich sagen. Und dann war es das jetzt aber wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt und ich euch noch nicht auf die Nerven gehe, dann lasst mir doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!